Seems accredited and present here. We can start with the conference. I would like to have a welcome, heartily welcome for the president of the Pirate Party of Germany, Stefan Körner, who will deliver the opening speech to this conference. Ja, herzlich willkommen, bin ich schon, ja, funktioniert. Sicherheitspolitik ist die Abwägung zwischen der Sicherheit der Gemeinschaft und der Freiheit des Einzelnen. Das heißt, jede politische Entscheidung findet in genau diesem Spannungsfeld statt. Und im Moment haben wir die Situation, dass das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Punkten nach meinem Gefühl etwas aus der Waage gekommen ist. Wir haben einen Bundesnachrichtendienst, der inzwischen ganze Regionen und Bevölkerungsschichten überwacht. Wir haben irgendwie letzte Woche den Fall gehabt, dass am Rande oder im Nachgang zu einer Demonstration von 200 Leuten die Handys beschlagnahmt werden. Wir haben die Situation, dass Ermittlungsbehörden die Unverlässlichkeit der Wohnung oder des Wohnraums ignorieren. Wir wissen, dass Mails in Millionenzahl gescannt werden, um festzustellen, ob irgendjemand irgendwas sagt, was vielleicht gefährlich sein könnte. Wir haben also die Situation, dass das Gleichgewicht etwas gestört ist. Jetzt sind wir hier auf der Sicherheitskonferenz der Piraten und wir haben die Möglichkeit oder wir haben die Aufgabe, über genau diesen Themenkomplex nachzudenken. Und jetzt hat man mich im Vorfeld gebeten, bitte nicht die Forderung zu stellen, die Geheimdienste abzuschaffen. Weil das ist unrealistisch. Das Problem ist aber, dass die Gegenseite, also die Überwachung über alle Stellen mit dem vermeintlichen Versprechen nach Sicherheit keinerlei Hemmungen haben, zu tun, was auch immer technisch möglich ist. Und ich bin der Meinung, dass wir als Piraten da einen Gegenpol dazu setzen müssen. Dass wir also genau das tun sollten, mutige Forderungen zu stellen. Ein anderes Beispiel, wo der Mut gefragt ist, wäre vielleicht, ich habe gestern gelesen, wir haben im Europaparlament uns jetzt für eine Urheberrechtsreform stark gemacht. In dieser Urheberrechtsreform steht drin, dass wir fordern, dass das Urheberrecht 50 Jahre nach dem Tod des Autors oder des Künstlers endet. Das ist eine Forderung, die ist nicht mutig. Die mag sachlich okay sein und das mag in einem Parlament auch in Ordnung sein, aber wir als Partei können wesentlich mehr. Also lasst uns ruhig darüber diskutieren, ob wir nicht vielleicht doch ohne Nachrichtendienste auskommen können, um einfach einen starken Gegenpol zu stellen. Wir hatten 2009 ein Plakat, ich habe es letztens schon mal erwähnt, da stand drauf: Freiheit ist keine Randnotiz. Das bezog sich darauf, dass auf der früheren, ich glaube, 2-D-Mark-Münze genau das drauf stand. Ich weiß nicht, ob es auf dem Euro auch noch so ist. Lasst uns dafür kämpfen, dass Freiheit am Ende eben keine Randnotiz bleibt, sondern etwas, was für jeden und jederzeit und immer greifbar ist, sodass wir keine Angst haben vor Überwachung, vor Kontrolle und vor Behörden haben müssen. In diesem Sinn wünsche ich euch eine erfolgreiche Konferenz, viel Spaß, viel Vergnügen. Ich wünsche euch gute Vorträge und am Schluss das Gefühl, dass sich etwas in die richtige Richtung bewegt. Danke.
Now, the first presentation for today will be held by Dr. Mark Daniel Jaeger. He is a postdoctoral researcher at the Center for Security Studies at the ETH Zurich from Switzerland. And he will provide us with the speech, Conventional and New Challenges in Security Politics Today. So I'm very interested in having a general note on that. Please, Daniel, come up here.